Da kam öfter so, ja, während der Pandemie einen Laden eröffnen, seid ihr eigentlich komplett durchgedreht. Jeder kennt die Schlagzeilen. Selbstständigkeit und Corona, das passt nicht zusammen. Gut ein Drittel der Selbstständigen hat in der Corona-Zeit sein Einkommen verloren. Besonders hart hat es die Frauen getroffen, die Corona-bedingt ihre Selbstständigkeit an den Nagel hängen mussten. Wir treffen gleich jemanden, der trotz dieser düsteren Aussichten sich dafür entschieden hat, mit ihren Freundinnen zusammen ein Café zu gründen. Die 25-jährige Romy ist Mitgründerin des Intro-Cafés am Kronenplatz. Aber nicht nur das, kurz vor der Gründung ist sie aus einer depressiven Phase herausgekommen und musste sogar zeitweise stationär im städtischen Klinikum behandelt werden. Ich treffe sie gleich und möchte herausfinden, wie sie es geschafft hat, immer an sich selbst zu glauben, trotz aller Widerstände, und ihren Traum vom eigenen Café verwirklicht hat. Kommt mit! Hallo! Hi, ich bin die Aileen. Hi, ich bin Romy. Hallo! Hallo, und du bist quasi die Schwester von der Romy. Ah, okay, alles klar. Also wir sind jetzt hier am städtischen Klinikum. Romy, magst du mal erzählen, warum wir hier sind oder was du auch hier so erlebt hast? Für mich hat der Ort mit meiner Depression zu tun. Im Jahr 2019 habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und mir ging es kontinuierlich schlechter. Und dann bin ich im Endeffekt hierher gekommen. War hier auf der psychotherapeutischen Station. Wir haben das halt damals mitbekommen, weil sie ihre Bachelorarbeit quasi bei uns im Elternhaus geschrieben hat. Saß dann in meinem alten Zimmer sogar tatsächlich und war da am Schreiben. Und dann haben wir sie halt ab und zu mal besucht und wie es läuft. Und das ist aber, hat sich dann halt immer mehr so abgezeichnet, dass es eben gar nicht läuft. Ich habe mich in der Zeit nirgends so richtig wohlgefühlt. Also ich konnte so nicht mehr wirklich mit mir selber umgehen, und für mich war es dann echt mega wichtig, aus dem Umfeld von der Bachelorarbeit und dem Elternhaus irgendwie rauszukommen, und das war einfach dann die Station für mich. Ja, das war einfach ein Ort, an dem ging es mir dann auch erstmal auch nicht unbedingt gut. Es war alles neu und ich wusste dann teilweise auch gar nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte. Aber was auf der Station dann so passiert, ist so ein geregelter Plan, so ein Ablaufplan. Und genau, also im Endeffekt verbinde ich damit irgendwie wieder so ein Stück weit zurückfinden in eine Struktur und in einen Alltag. Was hat dir denn geholfen, auch aus dieser depressiven Phase rauszukommen? Also als ich hier auf der Station war, habe ich dann Medikamente bekommen. Und eben auch die Therapien. Also da gab es zum Beispiel eine Tanztherapie oder eine Kunsttherapie. Es gab eine Selbstwertgruppe. Und genau da wurde zum Beispiel auch das bearbeitet, wie ist der eigene Selbstwert? So wie, was für Glaubenssätze habe ich vielleicht auch, die früher mal funktional waren, aber jetzt gar nicht mehr so funktional sind. Also wo bin ich vielleicht auch irgendwie zu hart zu mir selbst? Und genau, also sich damit auseinanderzusetzen, hat auf jeden Fall mega geholfen und da auch irgendwie so ein bisschen meine Einstellung zu verändern. Genau. Es ist hier irgendwo auch deine Station? Ja, tatsächlich. Also die ist hier. Ah. Da war sogar mein Zimmer. Ach klar. Also das heißt, du warst hier literally für Voll. Ein paar Monate? Genau, das war für 8 Wochen insgesamt. Du hattest mir ja dann auch erzählt, dass deine Schwester auch super wichtig war, irgendwie im Heilungsprozess. Kannst du da nochmal vielleicht irgendwelche Tipps geben, wie man als Angehörige damit umgeht? Ja, Tipps so allgemeingültig ist voll schwierig, halt einfach zu versuchen, einfach da zu sein und zu schauen, irgendwie was sie braucht, wie ich ihr irgendwie helfen kann. Und wenn es nur ist, mit ihr auf dem Sofa zu sitzen und ja, einfach halt da zu sein. Magst du mir verraten, was denn das Intro-Café in Bezug auf deine Depression, was das für eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt? Also das Intro-Café, das kam dann zu einem Zeitpunkt, in dem es mir schon wesentlich besser ging. Sich dann relativ spontan auch das mit dem Café ergeben. Also dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das machen. Und das war für mich total schön, zum einen mit anderen Menschen das
zu machen und da dann auch irgendwie sowas wie so einen Purpose zu haben und auf der anderen Seite dann auch so ein Projekt zu haben, das mir das Gefühl gegeben hat, so okay, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie stuck und ja, also auch was, wo, was mir dann so Halt gegeben hat. Ich wollte mal fragen, ob du Lust hast, mit mir einen großen Spaziergang zum Naturkundemuseum zu machen. Denn ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das Naturkundemuseum eines deiner Lieblingsorte ist. Und wir haben auch, nicht verraten, ein kleines Spielchen mit dir vorbereitet. Und genau, hast du Lust? Ja, voll gerne. Cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war super wichtig, auch nochmal die Angehörigenperspektive zu sehen. Und mega cool, dass du ihr so viel Halt geben konntest. Und ich würde sagen, wir laufen los, oder? Cool. Und ihr könnt mir auch gerne verraten, was euer Lieblingsort in Karlsruhe ist. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir haben ja schon vorhin ein bisschen angeteasert. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Und es geht ganz einfach. Und zwar habe ich hier ein paar Begriffe. Und es gibt ein Schild. Da ist eine 1 und eine 2. Und du musst dich immer für Begriff 1 oder Begriff 2 entscheiden. Okay. Ich muss nur noch kurz das Blatt Papier holen. Okay. Es wird so richtig blitzig, okay? Gut. Mhm. Schlossgarten oder Schloh? Schloh. Ja, wir sind noch jung, oder? Schloh. Alles besser als Schlohgar. Oh mein Gott, nein. Aber Schloss als Schloh, ja. Ich bin so dazwischen. Ja? Ja, weil ich bin schon ein bisschen erwachsen, aber noch nicht ganz. Ja, bei mir ist das auch so was Sentimentales, glaube ich. Ja. Also einfach schon immer Schloh gewesen. Hauptsache kein Schloger. Hauptsache kein Schloger. Okay, ja. Okay, okay. Dann das zweite. App-Club oder Rock'n'Roll-Bar? Rock'n'Roll-Bar. Ja, voll. Auf jeden Fall. Immer. 100%. Das war der Club, in dem ich zum ersten Mal feiern war in Karlsruhe. Bei mir auch. Wir haben dann sogar noch so, da musste man immer so ein Dokument abgeben, von den Eltern unterschrieben. Ja. Und dann habe ich immer Boris Becker unterschrieben. Und hat es einfach nicht gecheckt. Und dann war Sex Vagina, weil ich nicht wusste. Okay, die letzte Frage. Zu Hause oder im Café arbeiten oder lesen? Boah, was ist, wenn das Café das Zuhause ist? Also, wenn ich es jetzt so aufs Intro beziehen würde, dann ist es manchmal schwer, da auch so abzuschalten, weil es ist halt irgendwie so der eigene Laden und so. Aber generell schon eigentlich auch gerne im Café. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich mag das Intro-Café richtig gerne zum Arbeiten und zum Lesen. Und wenn wir jetzt schon so viel vom Intro-Café gesprochen haben, sollten wir dem jetzt auch mal einen Besuch abstatten, oder was meinst du? Ey, super gerne. Mit allen Mitgründerinnen noch zusammen. Richtig gerne, ja. Sehr cool. Dann los geht's. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich war noch kurz beim Friseur. Und jetzt würde ich sagen, trinken wir einen Kaffee mit den Mitgründerinnen im Intro-Café, oder? Super gerne. Cool. Alles klar. Willst du mir den Weg zeigen? Ja, voll gerne. Okay. Also, ich würde dir gerne die Desi vorstellen. Ja. Die ist aber gerade noch unten in der Küche. Das heißt, wir könnten aber dann auch einfach in die Küche. Ja, für gerne. Wenn du möchtest. Bin schon gespannt. Und die Emma ist auch da und zu der können wir uns auch dazusetzen und ein Käffchen trinken. Sehr cool. Okay, dann in die Küche. Da gehen wir einmal hinter der Theke durch. Hallo. Ja, viel los. Okay. Genau. Gehen wir einmal hier die Treppe runter. Ja. Ganz schön warm. Ja, voll. Hier. Hallo. Hallo. Hi. Hi, ich bin Aileen. Hi, ich bin Desi. Das ist die Desi, das ist der Noah. Hallo. Hallo. Und du bist die Köchin? Ja, richtig. Cool. Und wo gibt's den Kuchen? Jetzt gerade haben wir hier frisch gebackenen Kuchen. Mhm. Aber Ach so, schade. Und wie bist du an den Job gekommen? Erzähl doch mal. Na, ich gehöre zum Gründungsteam. Ja. Also ich war einer der 7, die mit Romy zusammen gesagt haben, let's do it. Und aber wie würdest du die Küche beschreiben? Gute Frage. Also überwiegend vegan.
nachhaltig, möglichst regional und lokal. Und ansonsten probieren wir uns einfach durch und machen, worauf wir Bock haben, was wir gut finden. Cool. Ja. Dann. Und lecker. Und lecker, ja klar. Übelst lecker. Klar, lecker ist auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, dann vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Danke sehr. Und ich lasse es mir dann schmecken. Ja. Cool. Okay, wollen wir dann nach oben? Ja, voll gerne. Danke, tschüss Mike. Tschüss, Sisi. Jetzt haben wir so ein bisschen das Innerste vom Intro gesehen. Ja, cool. Genau, Emma wartet auch schon. Ah. Sie ist auch am Start. Cool, das ist auch eine Mitgründerin. Ja. Hallo Emma. Hi, ich bin Aline. Schön, dich kennenlernen zu dürfen. Ja, ebenso. Du bist also auch Mitgründerin des Intro-Cafés. Genau, ja. Cool. Und wie viele von euch gibt's? Wir sind insgesamt 7. Wir haben vorher zusammen schon in einem Gastrobetrieb gearbeitet. Ein Großteil von uns auch schon zusammen. Und dann hat sich das irgendwie so zu unserem eigenen Traum entwickelt und ja, schneller als wir dachten, stehen wir jetzt hier und haben ihn uns erfüllt. Ihr habt es ja auch auf eurer Webseite stehen, warum ihr in der Corona-Pandemie überhaupt geöffnet habt. Also ich habe das Gefühl, da fragen auch viele Leute nach. Also wie hat euer Umfeld überhaupt reagiert? Also von unseren Eltern und so, kann ich mich noch erinnern, gab es eher so Bedenken. Da kam öfter so, ja, während der Pandemie einen Laden eröffnen, seid ihr eigentlich komplett durchgedreht. Was wollt ihr denn mit dem Intro-Café anderen Menschen geben? Wir haben so einen kleinen Leitslogan, Kaffee, Kultur und Raum. Und dabei geht es darum, wir möchten einerseits zwar das Kaffee sein, so einer der Punkte, die so alles irgendwie so ein bisschen umspannt, ist so die Nachhaltigkeit. Das ist uns von Anfang an super wichtig gewesen. Deswegen auch eigentlich der Großteil von den Sachen, die wir haben, vegan ist. Auch was so Verpackungen angeht, versuchen wir halt so wenig wie möglich Müll zu erzeugen. Wir haben zum Beispiel die Recaps, um eben keine Einweg-Kaffeebecher zu haben. Also uns ist es halt auch voll das Anliegen, irgendwie gute Arbeitgebende zu sein und dass wir halt nicht alleine irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern dass wir halt konsensdemokratisch mit den Leuten, die hier sich einbringen, mit ihrer Zeit und ihren Gedanken, das einfach zusammen entwickeln. So. Andererseits möchten wir aber auch immer wieder kulturelle Angebote schaffen. Ja, wir haben so ein kleines Kunstprojekt, würde ich es mal taufen, Intro Art heißt es. Und das besteht aus so einer wechselnden Kunstausstellung. Ja, wir versuchen Künstlern vor allem, also auch regionalen Künstlern, einfach einen Raum zu geben, in dem sie ihre Kunst präsentieren können. Ja, eine Freundin kam auch zu mir und meinte so, ey, dieser Dude da, das ist so ihr Spirit Animal, den er einfach absolut fühlt. Wir wollen aber auch ein Raum sein, also sei es das Wohnzimmer, der Ort zum Lernen, der Raum, an dem man sich einfach wohlfühlt. Was für eine Rolle hat Freundschaft in der ganzen Kaffeegründung gespielt? Ich glaube, die Hauptrolle. Also, das entstand alles aus einer Freundschaft heraus und das ist auch immer noch. Viel mehr wird es aber auch mittlerweile einfach Familie. Ach, guck mal, jetzt trinken wir auch noch Kaffee. Ist ja süß. Was für ein Service. Oh. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Cheerio. Cheers. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, Romy. Hättest du dir jemals vorstellen können, vor 2 Jahren, dass du jetzt genau an diesem Punkt bist, dass du so viel Freude ausstrahlst, dass du mit deinen Freunden Kaffee hast und du so zufrieden bist, wie du jetzt bist? Überhaupt nicht. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, an dass mir nicht gut ging, dann hatte ich nicht wirklich einen Blick in die Zukunft, sondern es ist wirklich wie so eine schwarze Kugel, die so um einen rum ist. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist gar nicht so richtig die Vorstellung da, dass es irgendwie wieder besser werden könnte. Und deswegen bin ich halt unglaublich froh, jetzt hier an dem Punkt zu sein, weil einfach die Menschen, die ich kennenlernen durfte bisher in meinem Leben, so das einfach so schön machen. Und ja, also. Voll schön! Oh. Und so, es ist mir auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und anderen Menschen, Leuten da draußen zu sagen, so, hey, vielleicht weißt du gerade nicht weiter, aber es wird besser, oder? Voll. Ja, voll.
Das ist ein gutes Abschlusswort. Also ich finde es ja mega mutig, wie Rumi auch über ihre psychische Krankheit offen sprechen kann. Aber noch mutiger finde ich es, in der globalen Pandemie ein Café zu eröffnen und dann auch dahinter zu stehen. Vielen, vielen Dank, dass wir oder dich heute begleiten durften. Und ich will eigentlich gar nicht gehen. Ich finde es hier voll gemütlich. Ich trinke noch meine Rhabarberschorle leer. Ja, gerne. Ja, cool. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Intro-Café, ne? Ja. Ja. Tschüss. Ciao. Wir haben jetzt in dem Video auch über Themen gesprochen, die nicht so einfach sind. Deswegen, wenn es euch nicht gut geht und ihr Hilfe braucht, dann verlinken wir euch in der Infobox auf jeden Fall Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt. Und falls ihr ein weiteres interessantes Video von Kavangard euch anschauen wollt, dann einfach hier draufklicken. Und hier gibt es auch nochmal ein spannendes Video, das ihr nicht verpassen solltet. Und außerdem müsst ihr mir auf jeden Fall verraten, was euer Lieblingsort in Karlsruhe ist. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, ganz fleißig. Und das Abonnieren nicht vergessen. Ja. Abonnieren könnt ihr hier. Und die Glocke aktivieren auch nicht. Und ihr müsst einfach, ja, genau.